Schwarz und Ende. Und nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, ist es mir eine große Ehre, Ihnen die nächste Shownummer ankündigen zu dürfen. Begrüßen Sie nun mit einem riesen Applaus hier bei uns im Disney Club die Kinder vom Watt. Sag dir mal, das sah ja atemberaubend aus. Ist das nicht schwer? Tanzen und singen gemeinsam? Nein, wir teilen uns die Luft immer ein. Mhm. Und wie bist du zum Musical gekommen? Ja, also wir haben schon oft Tänze ohne Singen gemacht. Und einmal ist die Frau Söhne, unsere Lehrerin, darauf gekommen, dass man auch mal Tänze mit Singen machen könnte. Mhm. Und muss man dafür ganz gewisse Grundvoraussetzungen haben, um das machen zu können? Ja, also man muss halt ein bisschen Ballett und singen können. Aha. Vorher. Sag mal, Belinda, nervt dich das manchmal ein bisschen oder macht das immer nur Spaß? Manchmal nervt es auch ein bisschen, aber ich mach trotzdem mit. Das ist das Profihafte an dir. Wie alt bist du? 7. 7 Jahre alt. Sag mal, habt ihr Lust, dass wir gemeinsam eine Musical-Nummer machen? Ja. Ja? Okay. Belinda, nimmst du mir das Mikrofon mit nach hinten? So. Wir werden euch jetzt was Kleines vortanzen aus dem Musical Ein Amerikaner Paris. Ihr kennt ihn bestimmt alle. Gene Kelly hat da die Hauptrolle gespielt und zwar mit vielen kleinen Franzosen. Mit denen hat er eine wunderbare Gesangs- und Tanznummer gemacht, die da heißt I Got Rhythm. Seid ihr fertig? Okay, kommt nach vorne. So, pass auf. Jedes Mal, wenn ich jetzt auf euch zeige, müsst ihr I Got sagen. Dann fangen wir an. I got Rhythm. I got Music. I got my girl, who can ask for anything more? I got daisies. I got faces. I got my girl, who can ask for anything more? Wow, könnte ich da bei euch mitmachen? Ja. Ja? Okay, die nächste Mal machen wir dann zusammen. Okay, das ist euer Applaus noch, der euch jetzt verabschiedet. Ihr habt das wunderbar gemacht. Vielen Dank, wir Kinder von Watt. Morgen. Dobla. Tja, was tut man nicht alles, um der guten Kuh Lydia zu ein bisschen frischer Luft zu verhelfen? Gute Milch hat seinen Preis. Also sie muss hoch auf die Alm, denn ein paar hundert Meter höher gibt es frisches, saftiges Gras, riesige Weiden, wo sie sich so richtig schön austoben kann nach der langen Winterzeit im Stall. So. Die Zeit im Stall geht für Lydia und ihre jungen Stallgenossen im Mai zu Ende. Dann drängen die Rindviecher wie von einer inneren Uhr getrieben ins Freie. Ja, da das nicht so ganz einfach ist, der Alm auf Trieb, helfen uns der Alfred und sein Kollege Hans Schirr. So, Julia, komm ganz ruhig. Antje, wie schaut's bei dir aus? Bist du fertig? Ja, Moment. Alles ist so einfach hier. So. Und warum müssen wir eigentlich auf die Alm raus? Hier gibt's doch auch Wiesen. Ja, an der Alm ist Gras besser. Wir sparen ins Hai. Arbeit und Kraftfutter. Um die übermütigen Vierbeiner auf den Almwiesen in den Lechtaler Alpen leichter wiederzufinden, hängen wir ihnen Glocken um. Und dann kann's losgehen. Halt! Halt! Was denn? Komm, komm, komm.
lange bleiben die Kühe jetzt da oben? 3 Monate. 3 Monate. Und wie hoch müssen wir jetzt noch laufen? 2 Stunden. 2 Stunden. Die saftigen Almwiesen sind schon in Sichtweite. Unsere Kühe kennen die Strecke bestens. Schließlich gehen manche von ihnen den Weg schon seit 15 Jahren. Auch ohne uns. Wir haben es geschafft. Oh, bleibst du hier. Geschafft. Endlich. Jetzt sind wir auf der Hochhalm. Über 1600 Meter hoch. Ja. So. Und hier könnt ihr jetzt graben. So. Hier ist Ausdruck. Genau. Schön ruhig. Und im September holen wir euch dann vielleicht wieder ab zum Almabtrieb, oder? Vielleicht. Servus. 14. Jemand wie ich, der in der ganzen Welt herumkommt, ist natürlich auch mal bei einer Ausgrabung in Ägypten dabei. Aber jetzt ist was passiert. Das Wasser ist ausgegangen. Und wenn nicht bald irgendwas passiert, ich glaube, ich kann träumen. Oh. Meine Rettung. Hallo, Salam Aleikum, Wachet Bilder mit Fadlak. Stets zu Diensten. Bei mir gibt alles, was Herz begehrt. Teppiche, Glasperlen, Zucchini, Knoblauch, Palmen, Tachenrechner, Golfschläger. Wasser. Wasser. Meine Dame, wir sind Wüste, da gibt es keinen Tropfen Wasser. Aber Sie können probieren bei Kollegen Chip und Chep.